Hi Leute und willkommen zu Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir befinden uns immer noch hier in Ben Lawrence Ländereien. Da wurden wir, ich sag mal, überfallen, so fast, aber haben sie nicht ganz geschafft. Ja. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich weiß es noch nicht. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Gehen wir zum Soldatengipfel? Ja, egal, gehen wir mal zum Soldatengipfel. Mal schauen, was es da so gibt. Yay. Und da wären wir, Soldatengipfel. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung! Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Geht es euch zu? Ihr habt euch mehrmals verirrt. Ich hab mich nicht verlaufen. Da sind ein paar Flecken auf der Karte. Egal, wir sind da. Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Dieser Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Kann ich mir gut vorstellen. Der Soldatengipfel. Hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Einst standen die Wächter in voller Güte, genügend Leute, alle der Aufgabe gewachsen. Aha, Und okay. heute Ja, müssen wir erzählt mal sogar schön. Leute wie euch aufnehmen, Alistair. Eine Hey! Statue. Okay. Zurück! Zurück! Okay. Ja, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir. Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Alles klar. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Wir stehen unter Drogen. Ich hatte auch eine Vision, Levi. Dieser Ort ist wahrlich verflucht. Die Welt ist voller Geheimnisse. Ihr Wächter. Okay. Nicht rein. Schade. Und da fängt das an mit Kämpfen. Okay. Okay. Ganz schön viele. Okay. So viel halten die aber gar nicht aus. Das ist natürlich umso besser. Wollte ich wirklich ganz viele Sachen casten. Da kommt und alle einmal drauf. Okay, das waren sie schon. Wow. Da hinten geht's weiter. Und wieder her. Hallo. Flop. So. Toll, ich habe auch mal zugestochen. Schon, haut drauf. Haut drauf. Jetzt trefft doch mal. Haut drauf. Mann, 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 Mann. Aber treffen tue ich auch nichts. Ah, jetzt lassen sie auch mal was liegen. Schwacher Rundumschlag. Ja. Okay. Da haben wir die Statue, die wir gesehen haben. Okay, da kommen schon wieder Viecher. Ja? Halte ich mich mal ganz kurz. So. Ja, toll, schon tot. Leider
Also da kommen wirklich ganz schön viele von den Teilen. Ich bin bereit. Heil. Okay, ich habe ein Level up, Alistair hat auch ein Level up. Ah, da können wir mal draufhauen. Der hält ein bisschen mehr aus. Der steht aber irgendwie nur da. Yay. So, okay, hier hinten gibt's jetzt nichts mehr. Da vorne können wir die ganzen Skelette ausnehmen. Ich werde es tun. Brandbombe, antike Rechte, Armbrust. Aha, die scheinen also etwas wertvoller zu sein. Alles klar. Da müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es irgendwie einen Bogenschützen, den wir noch kriegen können für unser Team. Ah, hier ist viel Nebel. Was haben wir da hinten? Nichts. Ja, das ist immer gut. Nichts. Dann lauf mal doch mal die große Treppe hoch, die uns mitten reinführt in das Getümmel. Dupididu. Ladebalken. Jetzt muss ich erstmal meine Punkte verteilen. Hatten ja zwei Leute Level up. Ja, ja. So, das ist. Ich werde dich daran erinnern, dass sie Wächter sind. Männer, ich werde euch nicht belügen. Die Lage ist ernst. Der Feind ist in der Überzahl. Unsere Mägen sind leer. Und unser Mut sinkt. Aber wir sind Wächter. Lied, wenn unser Horn erschallt. Erzdämonen sterben, wenn sie unsere Klingen spüren. Sollen wir vor einem simplen Menschen des Boten auf die Knie fallen? Nein, ich werde jedenfalls niemals aufgeben. Schon allein, um irgendwann vor Arlens Galgen tanzen zu können. Darum schlage ich hier und jetzt vor, in diesen heiligen Hand, in den Generationen unserer Brüder Wache gehalten haben, gegen die dunkle Brut und alles Böse. Lasst uns diesem fetten Bastard eine Nacht. Und wow. Dass an diesem Gesicht Frage, vor Stolzer und aufrechte Männer keinen Schritt zurückgewichen sind. Lieber sterbe ich, als vor der Tyrannei klein beizugeben. Yay, so tapfer, schlecht. Obwohl sie am Verhungern sind. Und meine Urgroßmutter war eine von ihnen. Klingt, als ob wahre Größe durch eure Adern fließt. Ach na ja, es ist nett, dass ihr das sagt. Generationen von Drydens haben immer gesagt, dass wir Löwen sind. Wild, stolz und edel. Aber genug geplappert. Führt uns weiter. Genau, erstmal Punkte verteilen. So, weiter. Da kann man. Was machen wir da? Manipulation, Kampfausbildung. Geringe Boni auf Rüstung und Angriff ist natürlich nicht schlecht. Waffentalente, ja, nimm mal das. Nein, Klugheit 22 brauche ich dafür. Wie viel habe ich denn? 18. Na gut, dann dauert das mit dem Schlösserknack noch ein wenig. Das kann ich erst auf Level 12 weiter skillen. Was haben wir da? Schnellen Schlag gegen einen verwundeten Bereich des Ziels aus. Normalen Schaden. Bonus auf Rüstungsdurchdringen. Okay. Okay, dann macht er einen schmerzhaften Angriff, der betäuben oder lähmen kann oder so.
da noch. Momentum. Der Charakter hat gelernt, einen Angriff direkt in den nächsten überzuleiten, wodurch die Angriffsgeschwindigkeit deutlich erhöht wird. Allerdings sind die Ausdauer in diesem Modus rapide. Okay, Ausdauer habe ich sowieso nicht allzu viel. Okay. Zwei Waffengeschick ist auch nicht schlecht. Da kriege ich Angriff und Verteidigungsboni. Ja, nehmen wir erstmal das hier. Zwei Waffengeschick. Der, der kann sein Gebiet säubern. Okay, was macht das? Templer säubert den Wirkungsbereich von Magie und findet alle wandbaren Effekte von Wesen in seiner Nähe. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Einerseits gut, andererseits schlecht. Ja, gut, aber das ist Zusatz für Klasse-Dingens und so, dann skill ich das einfach mal. Und dann laufen wir mal weiter. Hallo, aua. Wow. Komm schon, lass nach, lass da, lass nach. Okay, die machen aua. Okay, der ist aber schnell tot gegangen. Die gehen wirklich schnell tot. Das ist natürlich perfekt. Und lassen nichts da. Das ist doof. Okay, hier gibt es eine Notiz. Mitnehmen. Dann gehen wir erstmal in den Raum hier hinter. Denn da gibt es wieder einen Kampf. Okay, da habe ich auch mal ein bisschen mit drauf. Da hält ein bisschen was aus. Kurz, ich laufe dann schon mal hinter dem hier. Yeah. Hallo. Aufhauen, aufhauen. Passt. Okay, da gelassen haben die nichts. Doch, haben sie. Jetzt zumindest. Sehr schön. Bisschen Geld. Da hinten haben wir noch eine Notiz. Natürlich alle mit den Notizen. Dann haben wir hier eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Wow, wir können sie öffnen. Hier. Oh, das ist hier. Ja. Brauchen wir jetzt nicht. So. Den nehmen wir mit. Und hier haben wir noch einen Waffenständer. Streitkolben. Alles klar. Nehmen wir mit. Ups. So. Dann gehen wir weiter. Jetzt auf die andere Seite. Achso, da ist verbarrikadiert. Sehr schön. Okay, gehen wir da rein, da geht's dann auch nicht weiter. Oh, kein Kampf. Wow. Da haben wir nur eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Erledigt. Doch, können wir. Kettenrüstung Stahl. 5,95. Okay. Gucken wir mal kurz, was Alistair für eine hat. Okay, der hat eine bessere. Eindeutig bessere. So, gut, dann gehen wir weiter und gucken mal, was da sonst so gibt. Kampf gegen drei Feuerwesen. Okay, die sind nicht allzu stark. So, zack. Ah, da ist der Starke da vorne. Dann haben wir da mal ein bisschen mit drauf. Ah, da kommen neue. Ach gut, da ist Erfahrungspunkte. Kaum da schon tot, das ist cool. Yay. So. Archivar. Dämon. Oh, die geben ganz schön Geld. Nicht schlecht. Ein Buch. Yay. Ah, noch ein Buch. Buch
des Archivars. Das Buch ist größtenteils zerbrannt. Du kannst hier und da ein Wort lesen, aber mehr nicht. Ah, okay. Die Tür wird nicht halten, Archivar. Ich bin fast fertig. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Warum ist das wichtig? Wir sind tot. Unsere große Rebellion kommt zum Greifen nah und dennoch nur eine Totgeburt. Wir hätten das niemals tun dürfen. Wächter sollten sich nicht gegen Könige und Prinzen stellen. Sollen wir untätig dabei stehen, während... Während? Noch eine Rebellion? Was hat es mit dieser Rebellion auf sich, wenn das Buch nur nicht verbrannt wäre? Vielleicht gibt es noch andere Unterlagen. Wir können nur hoffen. Okay, alles klar. Ja, das war's auch schon für diesen Part. Viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao, ciao.